Für Langstrecken bis zu gut 15.000 Kilometer hat Airbus den Typ A350 entwickelt. Routen über den Atlantik sind für das neue Flugzeug ein Katzensprung. 8 Jahre lang wurde die A350 Extra Widebody entwickelt. Nun steht das Route Proving an, ein Highlight für alle Beteiligten. Beim Route Proving wird das Flugzeug in dem Zustand getestet, das es bei der Musterzulassung hat. Wir planen mit rund 150 Stunden, in denen das Flugzeug wie im normalen Betrieb eingesetzt wird. Bei der ersten Mission fliegen wir sogar über den Nordpol. Beim Route Proving soll es so viel Routine wie möglich geben. Aber wenn wir heute über den Nordpol fliegen, ist das sicher keine Routine. Denn ich glaube, dort werde ich so bald nicht wieder sein. Der Einsatz ist also etwas ganz Besonderes. Und für jeden ist es eine Ehre, dabei zu sein. Wir sind immer gerne in Iqaluit. Die Leute sind sehr nett, freundlich und hilfsbereit. Der perfekte Ort für unsere Tests. Die erste Mission des Route Proving führt nach Iqaluit. Luftlinie von Toulouse exakt 4817 Kilometer. Airbus nutzt den Flughafen im Norden Kanadas gern für Kältetests. Heute geht es zurück von Iqaluit, fast auf einer geraden Route. Wir haben Grönland mit seiner schönen Landschaft überflogen. Man sieht Berge, Klippen, weiße Ebenen. Einfach wunderschön. Wir fliegen nach Frankfurt, wo das Flugzeug morgen der Lufthansa vorgestellt wird. Die Lufthansa hat 25 A350 bestellt und gehört damit zu den mittelgroßen Kunden. Insgesamt hat Airbus zu diesem Zeitpunkt ein stolzes Auftragspolster von 800 Bestellungen für den Flugzeugtyp. Die zweite Mission des Route Proving führt nach Fernost. In Hongkong und Singapur wird man das Flugzeug in einigen Jahren sehr häufig sehen können. Der Erstflug des Typs A350 ist erst ein Jahr her. Und heute Nachmittag sind wir mit der Baunummer MSN5 zur zweiten Route Proving Mission gestartet. Die anderen gebauten A350 im Werk beweisen, welche Fortschritte es in einem Jahr gegeben hat. Heute will ich einmal erleben, wie es sich anfühlt, ein Passagier zu sein. Dann kann ich das unseren Kunden berichten. Es gibt mehrere Crews auf dieser Mission. Wir vier Piloten haben in Hongkong einen Tag frei und fliegen mit dem Flugzeug dann nach Singapur. Dort fliegen wir es zurück nach Hongkong, haben wieder einen Tag frei und fliegen es dann nach Toulouse.
Ein für viele Airlines typischer Einsatz. During this route proving, we're going to do many trips back and forth between Hong Kong and Singapore. Auf dieser Mission werden wir mehrfach zwischen Hongkong und Singapur hin und her fliegen. Dabei werden wir herausfinden, wie das Flugzeug in einer tropischen Umgebung zurechtkommt. Abkühlung im Reiseflug, wieder Landung in feuchtwarmer Umgebung, schnellstmögliche Abfertigung, Rückflug, Reiseflug, kurzer Stopp, dann wieder zurück. Insgesamt 8-mal. Wasser wird im Flugzeug und in den Tanks kondensieren. Das Wechselspiel mit heiß und feucht ist ein Test für die Technik. Es geht darum, dass wir den Zulassungsbehörden zeigen, dass das Flugzeug funktionsfähig und zuverlässig ist. Dass es flugtauglich und bereit für den Liniendienst ist. Zum Beispiel bei Cathay Pacific. Ich glaube, für unsere Kunden ist es wichtig, die Entwicklung des Flugzeugs nachvollziehen zu können. Das ist in der Branche etwas ziemlich Neues. Aber unseren Kunden hilft es. Und sie können sich davon überzeugen, dass sie die richtige Wahl für das richtige Produkt getroffen haben. Das konnten wir heute zeigen. Das ist das erste Mal, dass ich an Bord einer A350 bin. Ich war aber schon in Toulouse in der Endmontage. Das Flugzeug hat die neueste Technologie. Wir sind darauf vorbereitet, es selbst zu warten. Ich will heute ein Gefühl dafür bekommen, wie Airbus das Flugzeug einsetzt, sodass ich die Einflottung bei Cathay Pacific begleiten kann. Das war ein toller Tag. Wir begrüßen es, dass Airbus so einen Aufwand betreibt und uns beim Betrieb des Flugzeugs und dem Beheben letzter Probleme zuschauen lässt. Das hilft uns bei der Einflottung des Flugzeugs, die sehr bald ansteht. Mein Eindruck ist, dass es sowohl für die Cockpit- als auch für die Kabinencrew gute Fortschritte geben wird. Für die Piloten ist es wichtig, wie viel Airbus auch wieder in diesem Typ steckt. Und es ist einfach wieder ein Schritt nach vorne, den Piloten sehr leicht nachvollziehen können. Wir bei Cathay Pacific werden die A350 und A330 zusammen in einer Flotte betreiben. Das Flugzeug hat sich besser bewährt als erwartet. Wir konnten einen engen Zeitplan einhalten, den wir bereits vor einiger Zeit gemacht haben und der dem normalen Airline-Einsatz sehr ähnelt. Es gab keine größeren Schwierigkeiten, nur absolut kleinere Sachen. Die Situation erlaubt einen erfolgreichen und zuverlässigen Flugbetrieb. Auslieferungen steht nichts entgegen. Der Aufenthalt in Toulouse wird nur sehr kurz sein, nur ein Tag, um das Flugzeug für die dritte Mission vorzubereiten, die bereits am Sonntag starten wird. Es geht nach Australien und dann nach Südamerika.